So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben hier ein Somniarm im Fangbildschirm, das wollen wir jetzt erstmal fix mitnehmen. Und warum, das zeige ich euch gleich, wenn wir es eingetütet haben. Jetzt seht ihr natürlich links an der Ecke. Wir stellen euch mal, ne, wir können euch nicht abstellen, wir müssen euch festhalten. Was macht das denn? Kommt doch mal hier rüber. Zack, der ist getroffen. Ihr seht schon, dicke Montur, alles an. Dem Ramses zieht es nämlich immer in den Rippen. Mütze ist auch ausgetauscht. Eigentlich sollte Schnee liegen, liegt keiner. Wir bewerten das mal und zack, 100% Somniarm. Ich glaube auf Level 25 oder was das ist. Hildburghausen, 23.11. brandaktuell. Aber darum geht's nicht. Ich warte nämlich eigentlich auf Anego. 10 Uhr war nämlich wieder Raid-Boss-Wechsel. Anego müsste dann ab 11 Uhr in den Raids aufgehen. Wir wollen wieder einen Community-Raid machen. Wen ich einlade, zeige ich euch dann, wenn ich einen habe, den ich posten kann, damit die sich anmelden können. Denn dann wisst ihr, wer dabei ist. 10.44 Uhr ist zu früh. Ihr wisst, ab 11 Uhr müssen die aufgehen, damit Anego drin ist. Ist leider noch kein Anego, das ist immer noch Schlinking. Ich gehe jetzt erstmal zum Auto, fahre mal kurz an die Tanke. Muss nämlich noch tanken, falls er wieder außerhalb ist. Ansonsten checkt eure Spezialforschung aus. Die geht diesmal weiter. Ihr wisst, Spezialforschung geht heute weiter. Ihr könnt dann Solgaleo oder Lunala entwickeln. Ich habe ja schon mal gefragt, welches von beiden werdet ihr entwickeln? Ich werde mich für Solgaleo entscheiden. Welches nehmt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Und weiterhin warten, ob irgendwo ein Anego aufgeht. Halb weggeschmiert. Ich habe nämlich, auch wenn es so aussieht, trotzdem kurze Hose und die Crocs sind am Start. Das heißt, es ist trotzdem rutschig. Und komisch, auch wenn es obenrum dick eingepackt aussieht, unten muss immer alles raushängen. So, auf der Suche nach dem Auto, Teil 1. So, wir sind zurück an der Tanke gewesen, einen Raid gefunden, Raid gepostet. Hier hinten geht jetzt also ein Raid auf am Holzwildschwein, da laufen wir gleich noch hin. Vorher zeigen wir euch ganz kurz mal, wen wir einladen. Wir haben nämlich... Ah, ist das bescheuert. Jetzt komme ich nicht mal hier oben auf meinen Kanal, weil da das Feld ist, wo die Bildschirmaufnahme ist. Das war beim iPhone aber anders. So, 11.43 Uhr, Anego Community Raid ist gepostet am Holzwildschwein. Rams ist der Dicke und Samyang Bulldog laden ein. Wir haben 10 Leute gefunden und zwar Trainer Sir Ups, Net Ghost, der Oliver. Hier stehen jetzt leider wieder diese Usernamen da, die man sich anlegen kann. Zum Glück schreibt ihr euren Ingame-Namen extra mit hin. Also Trainer Sir Ups, NetGhost, Oliver, Pokehunter, Genaya. Das sind die ersten 5. Und dann haben wir Matzofix, Ivar Schaf, Borki, Holmes, Sherlock und Henry Nicky. Das sind die 10 Leute, die wir einladen. Im Community-Tab findet ihr auch eine Konterliste gegen Anego. Schwächen, Gestein, Psycho, Wasser und Stahl. Gestein aber am besten. Ne, warte mal, das ist Boden, oder? Das ist geboten, da bin ich bekloppt. Gestein ist es ja selber. Boden ist die Schwäche, sogar doppelt Schwäche gegen Boden. Nehmt also Boden-Pokémon. Stalobor steht ganz oben dabei. Demeteros, Knackrack vom Sea-Day, alles. Habt ihr vielleicht Krypto-Golgantes? Stellt euch das mal vor. Ja, das könnt ihr euch in Ruhe angucken. 100er Wert ist auch dabei, 22,56. Und jetzt möchte ich noch ein was eigentlich machen, denn wir mussten ja 3 Pokémon fangen, um auf das nächste Kapitel zu kommen von der Spezialforschung. Jetzt steht da, entwickel ein Cosmovum. Da gehen wir mal hier drauf, gehen wir mal Cos ein. Das ist mein Cosmovum, was ich habe. Das ist jetzt nicht wirklich gut. Ich werde es aber trotzdem entwickeln, einfach um in der Aufgabe weiterzukommen. Und wir werden ja wahrscheinlich irgendwann noch weitere Cosmog bekommen, die wir auch entwickeln können. Ach so, ja. Steht gar kein Entwicklungsbutton dran. Das heißt, wir müssen es mal kurz neu starten wahrscheinlich. Falls ihr keinen Entwicklungsbutton habt, müsst ihr die App neu starten. Dann erkennt das als erstes und dann könnt ihr es wahrscheinlich auch erst entwickeln. Ich habe schon bei manchen gelesen, die sich beschwert haben, ja, was soll das denn, wie, das muss man entwickeln, muss ich den jetzt als Buddy nehmen, muss ich jetzt 3000 Kilometer laufen. Ich verstehe die Leute immer nicht, bisher war es immer so, wenn ihr eine Forschung hattet und solltet irgendwas entwickeln, haben die euch meistens in der Forschung Bonbons gegeben, dass ihr genügend habt, um das zu entwickeln und hier auch.
Ich habe 50 Bonbons nochmal dazu bekommen. Ich bin noch nie mit dem gelaufen und habe trotzdem 108 Bonbons. Weil es sowieso tagsüber ist, kann ich sowieso nur Solgaleo entwickeln. Wir drücken den jetzt hier durch, entwickeln jetzt einmal Solgaleo, damit ich den nämlich jetzt hier mit ins Video packen kann. Und ich finde das Design einfach edel, dieses Weiße. Und das sieht einfach groß, breit, pfropfig aus. Ist ja schon fast Silber eigentlich. Solgaleo. Habt ihr auch Solgaleo entwickelt? Oder habt ihr Lunala entwickelt? Schreibt es nochmal in die Kommentare. Wie hoch kommt der? 4465, wenn man den hochziehen würde. Den lassen wir aber jetzt so, Typ Psycho und Stahl. Machen uns jetzt auf, hinter zum Holzwildschwein, zum Raid, laden dann die Leute ein, gucken dann mal, ob ein gutes Anego dabei ist. Und, na gut, wir können hier mal kurz noch auf die Spezialforschung mal kurz abholen, was hier drin ist. Hier haben wir noch ein Sterndu. Nehmen wir das noch fix mit. Und als Kapitelbelohnung haben wir noch ein... Mehr ein Starmie. Das gibt eigentlich Fettstaub. Auch wenn wir uns den Staub jetzt gerade nicht angucken, weil wir machen immer so und so und gehen dann gleich durch und haben dann schon wieder die nächste Seite vom Kapitel. Also immer Schnellfangtrick. Entwickel 3 Pokémon, laufe 5 Kilometer, lande 15 großartige Würfe. Das könnt ihr in Ruhe noch fertig machen. Bin ja mal gespannt, wann es dann neue Cosmog gibt. 20 Minuten muss ich jetzt hier noch warten. Da habe ich ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Und ja, ich sage, ich kann die Leute nicht verstehen. Die sagen, muss ich das jetzt als Buddy nehmen und damit laufen? Wie komplett bescheuert ist das denn? Ihr kriegt Bonbons. Ihr könnt es einfach entwickeln. Na, Yendik, denkt da schon an euch und an eure Probleme, die ihr immer so habt. Ja, die Allerweltsprobleme. So, wir sehen uns gleich auf jeden Fall beim Raid, wenn wir die Leute einladen. So, wir laufen gerade zur Arena. Der Weg ist mega matschig. Du rutscht hier die ganze Zeit weg. Auf diesem schmierigen Laub. Wenn ihr in die App guckt, seht ihr, es sind noch 30 Sekunden. Ich habe jetzt noch eine 11 Minuten Memo gemacht. Ich musste meine Beichte in der Kirche abgeben. Robert 100er hat eingeladen, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Ich habe jetzt kein Team erstellt. Ich werde es einfach mit dem machen, was mir vorgegeben wird. Wieder weggerutscht. Stiefeln mal hier hoch. Schmeißen euch gleich rein. Und irgendwas wollte ich noch sagen, aber irgendwie habe ich es gerade vergessen. Hier ist ein Baumstumpf. Ich versuche euch jetzt einfach auf diesen Baumstumpf zu stellen. Ungefähr so, das iPhone mit rauszuholen, diese zwei Handys zu haben, auf die Arena zu gehen und jetzt einzuladen. Captain Morgan. So, da ist schon einer drin. Ich muss mal kurz gucken, wer das ist. Das ist Blood in Tears. Jetzt muss ich aber noch mal raus. Jetzt steht 0 da, glaube ich. Okay. Dann gehen wir jetzt drauf. Jetzt bin ich auf privat gewesen. So, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich der Erste, der die Lobby aufmacht und habe Ivar Schaf, Borgi, Matzofix, Henry, Niki, Trainer Sir Ups, Jenna, Pokehunter, Netghost, Oliver. Jetzt ist Blood in Tears drin. Es zeigt mir aber auch schon Boden-Pokémon an. Wir haben hier Knackrack, wir haben Groudon. Wir haben Stalobor, hier drüben Geowatz, Rihonyor, Sumpex, Rizeros und auch Groudon, genau. Hab den Namen vergessen kurz. So, ansonsten stehe ich jetzt hier rum, nackig. Wir sind 13 Leute. Wir müssten 10 Eingeladene sein, plus 2 von mir sind 12, plus Blood and Tears sind 13. Mal gucken, ob jemand Fremdes drin ist. Borgi, Henry, Holmes, Sherlock, Netghost, Ivar Schaf, Jenna, Matzofix, Trainer Sir Ups, Pokehunter, Oliver. Nee, das passt. Also es sind genau wir 12 plus Blood and Tears. Jetzt ist eine 14 dazugekommen, Jan Lange. Grüße geht raus. Ja, wir hauen das jetzt einfach weg. Ich kann hier so lange noch mal kurz nach dem 100er Wert gucken. 100er Wert ist nämlich...
2256 oder 2821. Also ne, merken wir uns mal 25 und alles über 28. Das ist gut gemacht, Mr. Captain. Ah, Captain Morgenmann. Ja, das ist voll kacke hier. Die Baumwurzel, alles ist schräg. Also deswegen, du stehst jetzt hier unten. Ich stehe schon wieder auch total unter Zeitdruck. Alles stresst. Vielleicht kann ich euch auch einfach woanders draufstellen. Nö, ich mache das jetzt einfach so. Zack. Das dürfte jetzt nicht so brutal sein. Anego auch nicht unbedingt der heftigste Boss. Ich weiß immer noch nicht genau, was wir jetzt am Sonntag machen. Karmesin habe ich jetzt erstmal sein gelassen. Karmesin habe ich jetzt auf Dienstag gelegt. Nächste Woche, jetzt muss ich eine Woche warten, bis ich wieder Karmesin spielen kann. Obwohl es gestern am Dienstag mega Spaß gemacht hat. Aber habe schon manche Leute gehört, die gesagt haben, ja komm, das ist ein Raid Day in Pokémon Go. Am besten widmen wir den Tag dem Raid Day in Pokémon Go. Thomas kann ich vielleicht ins Boot holen, sodass wir wenigstens Sonntag zusammen Raids für Zuschauer machen. Wir zusammen sitzen, labern, chillen am Sonntag und dann Anego Katagami anbieten, weil die meisten Stimmen bekommen haben von der Community, dass die unbedingt wollen und brauchen. Falls doch einer aber kommt und noch ein Schlinking möchte oder ein Schabelle, wäre das sicherlich auch möglich. Dafür müssen die Leute dann im Stream einfach nur kommunizieren und halt im Chat schreiben, yo, ich hätte gern das, und dann kann man das bestimmt auch machen. Guckt euch den Himmel an. 27,92, 27,89, die sind leider beide unter 28. Wir fangen den jetzt einfach mal hier. Gucken, wie der sich fangen lässt, ist nämlich wichtig für heute Abend. Heute Abend ist die Raid-Stunde, 18 bis 19 Uhr, überall an Nego, an jeder Arena. Außer es ist vorher ein anderer Raid dran. Ist auch direkt drin im ersten Ball. Bei beiden sogar. Beide sind im ersten Ball drin. Beide kriegen 4 Sonderbonbons, 4 XL-Bonbons. Hier ist es sogar Pokédex-Eintrag. Der hat den noch gar nicht gehabt. Ist natürlich wieder das Schlechtere auf meinem Account. Wir bewerten den noch kurz. 15, 10, 15. Uah. So, Frage an euch natürlich. Wart ihr dabei? Habt ihr mitgemacht? Ich habe jetzt gesehen, wer dabei war und wer mitgemacht hat. Habt ihr ein gutes bekommen? Shiny gibt es nicht. Meckert da nicht immer rum. Das ist sozusagen das erste Mal da. Also, wartet einfach, bis das wiederkommt. Keiner zwingt euch so viel zu raiden. Ich mache auch nur meine 2 täglichen Pässe weg. Außer in der Raidmania. Da nehme ich eine Stunde lang jede Einladung an und werde mit euch zusammen raiden, dass ihr Raidmania-Punkte kriegt. Ist ja eh nur eine Woche da, dann ist er auch wieder fort. Und mal gucken, was danach kommt. Das wissen wir nämlich noch nicht. Sonst wünsche ich euch viel Spaß mit Anego Raids. Werdet ihr Anego raiden? Ja, nein. Was sind eure Ziele für Sonntag? Schreibt es hier auch nochmal rein. Das ist wichtig. Im Endeffekt mache ich Sonntag nämlich gar nichts und schlaf. Und würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Rundweg mit Eule drin. Kuba. So.